Universität hat zwei wichtige Haltepunkte, den Plindern und den Forschningsparken. Hier bin ich jetzt am oberen Ende von der Universität, Meteorologie und da drüben dann all die anderen Fakultäten hier, die humanistische da. Interessant ist dieser Punkt deswegen, weil ich habe hier die Metro Nummer 5, die jetzt nach Kringsja hochfährt und hier unten unter mir, direkt unter mir, habe ich die Linie 18 und 19. 5, 18, 19, die dann in die Stadt runtergeht. Hier geht es zur Stadt, hier ist die Universität und hier geht es nach Kringsjö hoch. Ach ja, und übrigens, das hier ist Holmenkollen, die Sprungschanze. Und wir sind jetzt in Forsningsparken. Und hier fährt jetzt die 18-19 ab. Ah, 17-18 natürlich. 19 ist wo ganz woanders. Ja, aber die Übersicht, wir stehen im Moment hier und sind da ausgestiegen. Da kommt die 5 von Grönsö runter. Hier könnte ich jetzt umsteigen in die Straßenbahn, die 18 zum Beispiel. Und hier geht es jetzt Richtung Süden runter, Richtung Stadt. Und das ist der offizielle Ausstieg Plindern. Und die alten Gebäude, die sind eher hier. Und wir haben jetzt hier diese neuen gesehen. Dann gehen wir jetzt mal darüber. Also wir sind von da oben jetzt runtergekommen und um in den älteren Teil zu kommen, müssen wir jetzt diese Richtung gehen. Das ist die 5, die vorbeiführt an uns. Der große Besucherparkplatz der Universität mit den beiden Hauptgebäuden, die ja von weit schon zu sehen sind. Eins davon ist das Mathegebäude. Hier sind wir zum Besucherparkplatz. Da drüben ist das Service Center für die Studenten. Hier kann man das Auto kurz abstellen. Nicht vergessen, bezahlen. Strafzettel kostet 60 Euro. Zu bezahlen über EasyPark teurer oder über die Kreditkarte etwas billiger. Geht es zum Besucherparkplatz auf der rechten Seite hinter dem Shopping Center. Und hier gibt es einen Kühlraum und da ist es hier kalt. Bitterkalt. So, welche Salami nehme ich? Bezahlt wird hier an der Scannerkasse. Gebt ihr mal hier die Sachen. Tester habe ich. So, jetzt kriegt man hier einen Barcode. Um hier jetzt rauszukommen, brauche ich diesen Barcode. Kurzes, billiges Frühstück auf dem Unicampus und ein Kaffee für 1,20 hier im Supermarkt da hinten. Und jetzt geht es ins Studentencenter hier, wo die Studenten ihre Verwaltung finden. Im Hintergrund die Bibliothek hinter dem Baum hier und hier das Studentenzentrum, was hervorragend organisiert ist. Man zieht eine Nummer und diese Nummer wird dann aufgerufen, so dass man keine Wartezeit in der Schlange hat, sondern nur im Zeitlichen. Dann gehen wir mal rein und gucken uns das an. Das Ganze dann hier aus, also sehr entspannt, sehr ruhig und man hat hier seine qualifizierten Helfer im Beginn des Studiums oder auch während des Studiums für Wohnen, Studieren, Verwaltung bezahlen, was weiß ich alles. Oder wie ich jetzt, ich frage einfach mal, was es hier zu entdecken gibt. Ja, die freundlichen Leute hier haben mir eine Campus-Mappe in die Hand gedrückt und damit kann ich jetzt los und weiß genau, wo ich hin muss. Ja, alles sehr, sehr freundlich hier, alles sehr, sehr nett und alles top organisiert, super modern. Gelaufen sind wir hier Forschningsparken raus. Hier war der Überstieg in die Tram, von der Metro in die Tram. Und dann sind wir hier runtergelaufen. Das ist alles das neue Zeug hier. Das Technologische und so weiter.
Und dann sind wir hier rüber über den Besucherparkplatz und treiben uns jetzt hier rum. Und jetzt gehen wir erstmal in die Bibliothek rüber. Hinter mir befindet sich die Villa Elka, was Villa Elka auch immer sein wird, ich weiß es nicht. Und dann das Hochhaus da hinten, das ist das Lucy Smith Building und da ist das International Student Reception drin. Also hört sich an nach so das Studentenbüro für die ausländischen Studenten. Und hier das Schmuckstück des Campus, die pompöse, riesige Library. Ja, so ist es. Und das matte Gebäude, das sollte da hinten sein. Ich vermute mal das große. Besuchen wir noch ganz kurz den Buchladen hier. Oh, der ist recht groß. Direkt auf dem Campus der hauseigene Buchladen gegenüber der Apotheke. Total gut sortiert, ist nach amerikanischem Vorbild, wenn ein Professor eine Vorlesung hält, hat er in der Regel auch ein Buch dazu, wo erwartet wird, dass dieses Buch dann auch gekauft werden sollte, damit man eben dieses als Skript verwendet. Diese Bücher bekomme ich alle hier. Allerdings muss man sagen, diese Dinge sind wirklich teuer. Vor allen Dingen bei den Schreibwaren. Faculty of Humanities and Library. And here's Social Science. Tram Nummer 17 verbindet Blindern mit dem Hauptbahnhof, was allerdings etwas langwierig ist, weil die Tram nicht so schnell ist wie die Metro. Aber schön, man fährt durch die Stadt und lernt die Einkaufsstraßen kennen. Wenn man sich die Orientierung leicht macht, dann gibt es eigentlich nur diese grüne Metro hier quer durch, das ist die 5er. Die fährt sowohl im Kreis als auch jetzt hier quer durch die Stadt und oben wieder hoch. Oder ganz wichtig ist die Nummer 12. Die Nummer 12 an Major Thun macht eine wunderschöne Strecke runter zum Hafen, wo man immer dann eine Weile bleiben kann oder fährt dann auch weiter zum Hauptbahnhof. Direkt von Blindern und in der Bahn sitzen wir jetzt, fährt die 17 und die 19, glaube ich, oder? 17 und 19 und die fährt auch hier, 17 und 18. 17 und 18 und die fährt hier auch quer durch die Stadt und kommt auch am Bahnhof dann raus. Also hier Bahnhof Knotenpunkt oder Myers. Ich bin jetzt hier am Hauptbahnhof, dem Knotenpunkt für alles. Drüben der Dom, der Bahnhof, dahinter die Oper, hier geht es zum Hafen und hier der große Bahnhof. Und wir warten jetzt auf die 12, die hier kommt und uns Richtung Hafen und Fähre bringt. Die 19 und die 12, die fahren hier ab und das da drüben ist 17 und 18, die jetzt hier fahren.